Leute, guten Morgen. Wir haben jetzt Viertel vor acht oder so. Ich weiß nicht, ob das Video überhaupt jemals auf YouTube erscheinen wird, aber falls doch, willkommen zu meinem allerersten Vlog. Wir fahren heute nach IKEA und holen noch so eins von diesen hübschen Regalen, weil ihr sehen könnt, ich habe langsam echt keinen Platz mehr. Hier passt auch schon nichts mehr rein. Hier ist auch schon auch alles voll. Hier sind auch richtig viele gelesen Sachen für den Haul und so. Da habe ich mal meinen Tisch und hier ist mein Setup und so. Und hierhin wird dann das neue Regal hinkommen. Ich habe tatsächlich geschafft, auszumessen, dass hier quasi noch so ein Regal hier reinpasst, so ein großes von den beiden, von diesen Billigregalen. Und das holen wir jetzt auf jeden Fall. Und ja, falls ich noch irgendwas filmen sollte, sehen wir uns gleich wieder. Bevor es aber gleich weitergeht, erstmal noch Eiskaffee reinhauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wer von euch Eiskaffee liebt. Ich finde das mega, mega geil, obwohl ich gar kein Kaffeetrinker bin, gar kein Kaffee-Fan bin und so. Aber Eiskaffee ist der real shit. So Leute, bin jetzt fertig. Hab mir noch einen Red Bull gegönnt. Oder gönnen wir den gleich. Und jetzt geht's los nach, ich glaube, IKEA Duisburg oder so ist hier am nächsten. Irgendwie so. Deswegen bis gleich, Leute. Regal gefunden, nur halt in weiß. Aber hier ist es. 49 Euro. Billigregal. Ja, passt. Eigentlich wollte ich hier filmen, aber es ist einfach so giga voll hier. Ich bin hier gerade irgendwo mitten in so einer kleinen Gasse. Ich kann es nicht filmen, aber ich zeige euch am Ende, was ich mir geholt habe. Leute, das ist der schlechteste Vlog aller Zeiten, aber ich habe mir jetzt ein weißes Billigregal gekauft. Mit zwei Regalböden, wie immer halt. Und ich werde das dann später aufbauen, aber jetzt kann ich halt nicht so viel filmen, weil hier sind echt viele Menschen und es ist so laut hier. Deswegen sehen wir uns wahrscheinlich gleich wieder, wenn ich das irgendwie aufbaue oder in meinem Zimmer halt bin. Deswegen bis gleich. Das wird der schlechteste Vlog aller Zeiten und ich bin auch wirklich der Einzige, der es geschafft hat, sich zu verletzen an einem fucking Papierkarton. Also. Das muss man auch erstmal schaffen. Perfekt, Leute. Aber jetzt wirklich bis gleich. So, Leute, wir sind wieder da, wo der Vlog angefangen hat, nämlich hier in meinem Keller-Manga-Zimmer. Ich habe es geschafft, dieses fette Regal hier reinzutragen. Und es sieht wirklich viel leichter aus als ich. Also ich bin schon ein Lappen, aber nicht so ein krasser Lappen. Da sind noch zwei Regalbretter, die dazugekommen sind. Und wie gesagt, das wird dann gleich, oder was heißt gleich, ein paar Stunden für euch, ein paar Sekunden hier aufgebaut werden. Ich gebe mir Mühe, ich beeile mich so gut es geht und ich zeige euch dann gleich das Endergebnis. So Leute, nach 80.000 Jahren habe ich das endlich fertig gemacht. Jetzt fehlen nur noch die ganzen Regalböden, die kommen dann halt natürlich hier so rein. Was mir aber passiert ist, es war wirklich viel zu einfach, dieses Regal zusammenzubauen. Es musste auch noch irgendwas passieren. Wenn man näher rangeht, sieht man das. Ja, cool. Ich habe diese Wand hier eingerissen. Ich muss da wahrscheinlich jetzt irgendwie so Poster oder so am besten reinhängen oder irgendwas halt zum Verdecken. Vielleicht reichen die Manga auch schon später aus. Aber was mir noch irgendwie Sorgen bereitet, hier waren ja meine One Piece Steckbriefe und so. Ich habe das ja nicht festgemacht da oben. Ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen. Und so wäre es eigentlich fest und so ist es quasi nicht fest. Also, das wackelt. Aber wenn man richtig krass dran zieht, das hat schon ein starkes, wie nennt man das, Gleichgewicht eher nach da als nach da. Deswegen habe ich nicht so krasse Bedenken, aber besser geht es halt nicht wegen dem Teppich und so. Ja, deswegen, ich hoffe mal, das kippt nicht um. Einfach nicht dran rütteln. Ich bin ja eh nicht mehr 12 meistens. Deswegen, ja, wird das schon irgendwie. Ich mache da jetzt noch Regalbretter rein und dann sehen wir nochmal das Endergebnis. So Leute, festgemacht wurde das jetzt auf jeden Fall. Wir haben da oben noch so ein bisschen gebohrt am Ende. Da hat mein Vater, hätte ich gesagt, ein bisschen geholfen, weil ich mit dem Bohren nicht so, ja, affin bin. Sagt man das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Regal jetzt fertig mit den Regalböden. So sieht es dann aus. Hier wird auf jeden Fall was Großes reinpassen. So, ich sag mal jetzt Manga-Kult, Manga-Kult, Carlsen, Carlsen. Manga-Kult, Manga-Kult, Carlsen, Carlsen, so als Vergleich halt, ne? Ihr wisst Bescheid, so diese Kasei-Carlsen-Binde passen in diese kleinen Fächer rein und in diese vier großen Fächer, das ist dann Hälfte, Hälfte aufgeteilt, so Großformate wie Manga-Kult und so. Und ich muss sagen, wir haben das echt gut hinbekommen. Das sieht jetzt richtig, richtig clean hier aus an der Wand. Ich weiß nicht, ob das ganz gerade ist, aber sollte eigentlich passen. Vielleicht, wie gesagt, mache ich hier Sticker rein, falls die Manga das nicht gut genug verdecken sollen. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder, ich weiß noch nicht genau, wenn ich die Manga halt reingetan habe. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das jetzt machen werde oder nicht. Deswegen einfach mal bis gleich. By the way, Leute, kurze kleine Werbeunterbrechung sozusagen. Falls ihr Bock habt, aktuell läuft auf Instagram ein Yu-Gi-Oh! Buddy Read. Da kann jeder von euch mitmachen, gerne, der möchte. Wir haben jetzt Anfang dieser Woche gestartet. Ich blende nochmal irgendwo das aktuelle Datum hier links nebenein, falls das Video ein bisschen später kommt. Wir werden das aktuell so machen, dass wir zwei Bände pro Woche lesen, also sprich sechs Einzelbände, zwei Massivbände. Und ich denke mal, damit sollten wir ganz gut durchkommen hier mit diesen 13 Stück hier am Ende. Und ja, Leute, weiter geht's dann mit dem Video. So, Leute, ich habe das Regal jetzt mal so ein bisschen befüllt. Es sieht immer noch ein bisschen random aus so. Also da oben diese Kenshin-Figur, ich habe die einfach nur so dahingestellt, provisorisch, weil ich gar keinen Platz sonst hatte. Ich hätte die auch einfach vielleicht hier hinstellen können, perfekt.
Ich habe da oben jetzt Vinland Saga reingemacht mit dieser Thorfinn-Figur, dann Alice in Borderland, einfach zwei Manga, die ich sehr mag. Vielleicht deswegen einfach ganz nach oben, damit die so ein bisschen besser quasi zu sehen sind. Hier weiß ich noch nicht, was ich da rein tun soll. Ehrlich gesagt, das war nur ein Platz für so kleinere Dinger, weil hier unten habe ich dann meine Manga-Kult-Sachen reingepackt. Ich dachte irgendwie, ich hätte mehr, aber anscheinend sind das alle. Perfekt, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das erstmal so aus. Hier die ganzen Ushimi-Dinger plus Demon Slayer, Guns und Z-Man, Dorohedoro, paar Folgebände, oder was heißt Folgebände, My Home Hero werde ich vielleicht sogar verlosen immer noch an euch, das geht ja irgendwie nie weg, mit einer Nikaido-Figur, Solus in a Cage und Blade of the Immortal. Und da unten sind auch noch drei, ja, Plätze frei quasi. Hier passt noch eine Reihe für Manga-Kult-Titel rein, also da kommt wahrscheinlich dann so GTO und so rein, wenn da ein bisschen mehr reinkommt, wenn da ein bisschen mehr rauskommt, so besser gesagt. Und hier unten weiß ich noch nicht, keine Ahnung, weil andererseits, ich kann schon nicht mehr reden, sieht das jetzt nämlich hier so aus mit so ein paar Lücken. Fist of the North Star passt da leider nicht rein, weil das zu groß ist und ich habe jetzt hier so ein bisschen Platz. Ich überlege vielleicht noch hier und quasi hier zwei Regalbretter zu kaufen, dass ich noch mehr Platz für Kasee quasi habe, also dass ich die so durchziehe, wie hier unten mit Bleach und mit Fire Force Black Clover und so, dass es halt quasi so eine anderthalb Reihe sozusagen wird. Sieht auch eigentlich ganz cool aus. Und ja, Leute, das soll's, wie gesagt, auf jeden Fall mit dieser neuen Schrank- oder Regalbeschaffungstour gewesen sein. Lasst auf jeden Fall dem Video ein Like da, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen und aktiviert natürlich gerne die Glocke, um jetzt nichts mehr zu verpassen. Perfekt. Leute, ich kann schon nicht mehr reden. Das war echt das randomste Video, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Seht mir bitte ein bisschen nach, ich bin echt kacke im Vloggen und so. Vor allem, weil ich mein Gesicht noch nicht zeigen kann. Deswegen, ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bankai. Katen Kyokutsu Karamatsu Shinju.